Ja, hallo Freunde der Spiegelton, willkommen zurück bei Total War Warhammer 2 mit den Lizard Man. Ich habe heute noch zu niemandem gesprochen, verdammte Hacke. Muss ich dazu sagen, weil, keine Ahnung, weil es noch früh am Morgen ist, ich habe meinen ersten Kaffee und lege jetzt los mit Aufnahmen. Ah, ich wollte nächste Runde das Ding angreifen, ne? Damit die ihre Beschwörung nicht abschließen können. Dauert auch noch 6 Runden. Ah, vorher machen wir ihn platt. Vorher haben wir den. Ich glaube, ich war mit der Runde an sich fertig. Mal eben kurz schauen. Da kann die Armee teleportieren. Haha. Da kann ich aber die Stadt nächste Runde nicht erobern. Oh nee. Ach komm schon. Das war so klar, dass die jetzt da reinlaufen. So eine Kacke. Los, Jumar. Tlaknes. Hartok-tok. Dann gucken wir mal, was für eine Rebellenarmee sich hier bildet, die wir dann ausschalten können sofort. Trotzdem Kacke. Die haben zwar das Ritual jetzt unterbrochen durch die Eroberung, aber jetzt muss ich später mit dem Krieg führen. Und da habe ich die Hochelfen nicht da. Daran, also ich habe sie nicht gefragt. Ich habe sie nicht darum gebeten. Ich dachte, die haben die Boten nicht verstanden. Verdammte Hacke nochmal. So, der wilde Schlag, Angriffsbonus plus 20 für alle Armeen, aller Fraktionen. Frequenz der Bestimmung, Rekrutierungskosten. Tafel des Handwerks. Na, machen wir erstmal die Waffenstärke hoch. So viel zur Rebellion. So, das Stift ist ja öffentliche Ordnung. Dann gehen wir erst zum goldenen Turm und nehmen den ein. Willkommen mit Agenten. Wenn das hier unten gerade nichts bringt,
vielleicht die falsche Ausdrucksweise. Natürlich könnte das was bringen, aber ich habe jetzt keine Lust, gegen die Hochelfen zu kämpfen. Die jetzt plötzlich ein Schutzbündnis mit mir haben wollen. Ich hoffe, dass die sich jetzt vernünftig mit dem Moss-Clan auseinandersetzen. Heilige Zikurat gebaut. Ruhteiche der Auserkorene, Kaserne der Tempelwächter, Blutschrein des Sotek. So, öffentliche Ordnung ist ja erstmal in Ordnung. Hahaha. Ha, ha. In Bewegung schießen, tot von oben. Würde aber natürlich lieber die Ressourcen hier holen. Schon wieder eine Rebellenarmee. Beziehungsweise Skavenarmee wird es ja sein. Oh, jetzt haben die die Stadt wieder eingenommen. Festung der Morgendämmerung. Ich werde gegen gar keinen kämpfen von euch. Weil ihr gerade eure Armee verloren habt. Das war eure einzige. Anscheinend. Denn das Kräfteverhältnis von uns ist total gekippt. Magie nutzen, um die Waffenstärke zu erhöhen. Baut den uralten Turm auf. Erhöht die Geldproduktion. You must call the stuff. Meister, ihr neuer Kaffee ist fertig. Ich danke euch. Danke, danke, danke. Der perfekte Krieger. Ja, jetzt, obwohl die Verderbtheit ist kein Problem. Und das Rekrutieren mit einem höheren Rang bringt mir auch nichts. Ich rekrutiere gerade eh nichts. Hafe des Monuments. So, da holen wir erstmal ein bisschen öffentliche Ordnung. Wachstum voranbringen. Hier braucht er noch eine Runde. Aber hier ist die öffentliche Ordnung E plus 7. Ah, durch die Militärpräsenz natürlich, ne?
Können wir die Steuern wegnehmen. Hier müssen wir die Steuern drin lassen. Hat irgendeiner von euch beiden die Möglichkeit, das Auffüllen von Einheiten zu beschleunigen? Nein. Dann rennt einfach weiter. Was haben die denn jetzt schon wieder? Ihr habt euch ein Schutzbündnis, aber ihr habt keinen militärischen Zugang. Vor allem geil, dass die jetzt wieder als stärker gelten als ich. Obwohl, ja, das hat damit zu tun, dass meine Armee, da ich die zum Kolonisieren benutzt habe. Da haben wir natürlich jetzt einiges verloren an Kampfstärke. Vokalen Level abbekommen, weshalb auch immer. So, Meister der Pein. Obwohl, Moment, stopp. Vernichte der Tiermenschen, töte der Zwerge, neutralisiere. Zerstört die Skaven. Und halt minus 20% für Saurus-Infanterie. Erfolgschancen für Hinterhalt. Mehr Einkommen nach der Schlacht. Was haben wir hier? Öffentliche Ordnung für die Provinz und Armeeverstärkung. Segen des Itzil. Für Reiter, Kampfechsen. Ah, ich will mich da noch nicht entscheiden. Machen wir mal zerstört die Skaven. Als neue Fähigkeit. Zehn Runden für die volle Verstärkung. Blätterverstärkung. Ach, das Ritual wurde abgeschlossen. Gibt's Schlimmeres. Der Clan wird eh vernichtet. Morgen Spiele aufnehmen ist einfach so schlimm. Tut mir leid. Es hat nichts damit zu tun, dass ich das Spiel nicht spielen will. Sondern es ist einfach die einzige Zeit, wo man im Moment spielen kann, vernünftig, durch Temperatur. Und deshalb habe ich ja auch keine Option. Sichert einen stetigen Fluss von uralten Tafeln. Oh, die Numas sind vernichtet worden.
Ritus des Erweckens durchgeführt. Ach. Das können wir jetzt machen. Moment. Welcome to the halls of Athaloran. What do you want? Ich will mit euch handeln gerne. I shall comply. Ein bisschen Gold natürlich haben. Weil wir haben ja durch den goldenen Turm jetzt eine direkte Verbindung zu euch. As you say. Wir brauchen beide gleich viel. Obwohl... Nee, lass uns mal hier unten den Wirtschaftszweig erforschen. Den können wir auch überspringen. Und nächste Runde ist endlich die Armee wieder voll. Und dann können wir Ärger machen. Dann können wir noch jemand angreifen. Meister, die Sklaven sind immer noch neben uns. Die glauben, wir können uns besiegen. Aber ich weiß, dass ihr der bessere Meister seid. Ihr habt uns allen die Sprache gelehrt. Lasst uns nicht leichtsinnig sein und verstärkt eure Verteidigung. Nobly done. Einheit angreifen erfolgreich, sehr schön. Da kommt sie. Und ich glaube, Armee blockieren wäre gar nicht mal so schlecht gewesen, wie es funktioniert hätte. Ich habe nämlich dieses Gefühl, dass der sich verkrümeln will. Meister, die Feinde versuchen zu fliehen. Was? Die hässlichen Sklaven greifen uns direkt an, Meister. Unser Held muss ich aufpassen. Ist aber so ein Gag. Ich bin ganz normal rübergelaufen und diese dämlichen Sklaven schaffen es trotzdem, einen Überraschungsangriff auf mich zu führen. Weil du denkst, was ist euer Problem? Meister, ich rieche Ratten. Die scheinen überall zu sein. So ist es. Und du, Jok-Tok? Sal-Torb! Vor Jok-Tok! Dann kommen die Garnisonstruppen. Und anscheinend haben sie ein paar solchen Katapulte mit dabei. Ja.
Unterstützt meine Truppen da hinten. Oh, ist ja klar, dass die dämlichen Idioten da angreifen. So, zeig mal, was du kannst mit deiner Echse. Na komm, zeig's den klaren Ratten. Den Heil kann ich einfach zertrümmern. Komm, beweg dich. Raus da, raus da, Held! So, renn weiter. Wir wollen die scheiß Katapulte da hinten mitnehmen. So, rüber da. Wir konnten ein bisschen HP wieder auffüllen. Du auch weiter ran da. Blenkelmodus aus. Mein Gott, wie häufig kann der denn noch Clanratten beschwören? Habt ihr sie? Nee. Meister, die Ratten gewinnen an Boden. Sehr schön, feindlicher Kommandant wurde verwundet. Ja.
Greift die Skaven direkt an. Damit die uns nicht in den Rücken fallen. Hier, der Zauberer. Macht den grauen Propheten platt. Komm mit, Anführer. Es muss jeder kämpfen jetzt. Rüber auf die andere Seite. So, der Zauberer von denen flieht erstmal. Raus da, Anführer. Komm, hau ab. Wo kommen denn die ganzen Ratten plötzlich her? Das kann doch nicht alles die Garnison gewesen sein, die jetzt da kommt. Ich verliere gegen die. Meister! Wir kriegen Ohren wie auf Fresse. Oh, der Sauron verstärkt seine Truppe wieder. Ich stehe übrigens so weit abseits mit dem Held, weil der nicht sterben darf.
attack, Joktok! For you, Joktok! Not my fault! Meister, wir können nicht gegen die Rattenmenschen verlieren! Das haben sie nicht verdient! Boah, kommen schon wieder Rattenmenschen von hinten! Scheiße. Ah, mein dämlicher Anführer. Ja. Mein Anführer ist geflohen. Da seht ihr, die Haupttruppe hat ohne Ende auf Fresse bekommen. Wir müssen uns das nächstes Mal wieder machen. Er meint, wir waren eine mannhafte Niederlage. Warum ist die Verstärkungstruppe so groß? Ich hasse euch, kleinen Ratten. Wenn du mich nochmal angreifst, mache ich dich kaputt.